Hallo zusammen! Star Citizen ist zwar sehr, sehr komplex, aber kein Hexenwerk. Die Inventarmechanik kann beim Spielen sehr zeitraubend werden. Damit meine ich nicht einmal die nicht vorhandene Möglichkeit, mehrere Gegenstände gleichzeitig zu markieren und diese dann aus oder in das Inventar zu bewegen, sondern die Tatsache, dass an einem Ort hinterlassene Gegenstände dort auch verbleiben. Will man sich also eine auf der Station gelagerte Waffe abholen und den folgenden Trick nicht kennen, dann erfragt man zunächst eine Landeerlaubnis, landet dann auf der Station und transferiert dann erst seine Sachen von einem in das andere Inventar. Das geht aber auch viel einfacher, denn ist man in einem Radius von unter 10 Kilometern in der Nähe einer Station, dann kann man bereits aus dem Schiff heraus auf das Stationsinventar zugreifen und spart sich in unserem Beispiel also die Landung und auf Dauer einiges an Zeit. Verpasst auf keinen Fall die Möglichkeit, ein Star Citizen Starterpaket mit der Cutter zu gewinnen, das ich auf Twitch verlose. Dienstags, Donnerstags und Samstags findest du mich dort. Und bis zum nächsten Mal. Hex Hex.